Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers. Ich bin hier gerade in Dubai und ist ja ein tief religiöses und muslimisches Land. Und daher passt das Thema, was der Tagesspiegel heute aufgreift, denn eine Muslimin, eine syrische Flüchtlingsdame, wollte sich von ihrem Ehemann scheiden lassen und die Familienrichterin vom Amtsgericht Luckenwalde hat in der gerichtlichen Verfügung angeordnet, dass das Kopftuchtragen vor Gericht verboten sei. Und nun bin ich von meinen muslimischen Freunden gefragt worden, wie ich denn das juristisch sehe. Da muss ich ganz offen sagen, da ist wohl offensichtlich der Kollegin in Luckenwalde die Sicherung durchgebrannt, denn das ist juristisch völlig unhaltbar. Das Bundesverfassungsgericht hat ja vor einigen Jahren geurteilt, dass sogar eine muslimische Lehrerin ein Kopftuch tragen darf. Maßstab ist hier das Neutralitätsgebot, das heißt Staat, das gilt nur für Staatsbedienstete, also für die Richterin selber oder für den Staatsanwalt. Die dürfen sogar ein Kopftuch tragen oder ein äußeres religiöses Zeichen, insofern dies nicht in irgendeiner Form dann Einfluss nimmt und eine Gefahr für die Sache an sich darstellt. Das heißt, wir haben hier eine Rechtsprechung, die für Beamte gilt, und ich habe aber eine Partei eines Verfahrens und von daher gibt es hier überhaupt keinen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot. Daher völliger Quatsch, diese Verfügung. Ich würde als Anwalt der muslimischen scheidungswilligen Dame sofort einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin stellen. Das ist völliger Quatsch. Vor allen Dingen hat diese dann auch noch die Dame vom persönlichen Erscheinen befreit, was bei einer Scheidung natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil eine Scheidung muss höchstpersönlich ausgesprochen werden und da kann man sich eben nicht vertreten lassen. Also das ist ziemlich schief, was da in Luckenwalde gelaufen ist. Meine Meinung ganz klar, das geht so nicht. Kopftuch tragen ist bei Gericht als Partei erlaubt. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.